Herr Eckelt, Sie sind nun seit 1,5 Jahren Leiter des Projektes Next Education von DB Training im Deutsche Bahn Konzern. Erläutern Sie uns doch mal bitte, was sich dahinter verbirgt. Also DB Training ist der Bildungsdienstleister für den Konzern und wir bilden alle Mitarbeiter in allen erdenklichen Themen aus, die es im Konzern gibt. Also angefangen vom Triebfahrzeugführer bis hin zum Instandhalter der Fahrzeuge oder der Gleise durchlaufen die alle unsere Qualifizierungen. Im Jahr sind es etwa 300.000 Teilnehmer, die wir durch unsere Maßnahmen schleusen, in etwa 30.000 Veranstaltungen. Eine enorme Dimension. Und was verbirgt sich jetzt hinter dem Begriff Next Education? Next Education ist ein Programm, mit dem wir als Dienstleister für den Konzern auf die Veränderungen bei den Lernbedürfnissen bei den Teilnehmern eingehen. Was muss ich mir darunter ganz konkret vorstellen? Also wir haben viele Mitarbeiter, die länger im Konzern sind und die eine Bildungshistorie oder aus einer Bildungshistorie kommen, in der man eher im Präsenz gelernt hat. Und es kommen viele neue Mitarbeiter in den Konzern, die zum Beispiel ein anderes Mediennutzungsverhalten mitbringen oder andere Lernformen gewöhnt sind. Und für uns als Anbieter gilt es, die so übereinzubringen, dass die Qualifizierungsziele, die für den Konzern relevant sind, dass die auch erreicht werden. Wie sieht denn so ganz kurz zusammengefasst der Weg aus, den Sie jetzt einschlagen? Also in Zukunft wird unser Fokus ganz klar auf handlungsorientierten Seminaren liegen oder auf handlungsorientierten Maßnahmen liegen und auf dem Thema selbstgesteuerten Lernen, weil wir davon ausgehen oder weil wir überzeugt sind, dass nur wenn die Teilnehmer möglichst viel selbst entscheiden können, dass dann auch am Ende die Motivation oder so eine hohe Motivation da ist, dass Handlungssicherheit erzeugt wird. Welche Rolle spielen dabei neue Medien? Ich glaube, dass erst durch neue Medien diese Handlungs- oder dieses selbstgesteuerte Lernen ermöglicht wird, weil nur durch zum Beispiel mobile Endgeräte ich in der Lage bin, jederzeit an jedem Ort lernen zu können. Wir beide haben ja das Vergnügen, gemeinsam eine Woche in unserem MOOC zu gestalten. Welche Erwartungen, welche Ziele verbinden Sie mit diesem MOOC? Worauf ich mich freue, ist, dass wir einem breiteren Publikum oder einer großen Anzahl von Kollegen und Menschen das Konzept vorstellen. Ich freue mich da auf das Feedback. Zum einen, weil ich mir vorstelle, dass viele ähnliche Erfahrungen gemacht haben und uns da ein bisschen helfen. Und ich hoffe natürlich, dass wir mit unserer Idee und unserem Ansatz auch die Kollegen inspirieren, vielleicht diesen Weg auch zu gehen und darüber nachzudenken. Wir freuen uns ebenfalls sehr und sind sehr gespannt auf die Diskussionen, die wir gemeinsam führen werden. Ganz herzlichen Dank. Gerne.